Das ist das erste Video einer ganzen Videoreihe zum Thema Passform bei Hosen. Vielleicht kennt ihr mein Video, in dem ich die Aufstellung der Grundschnitthose erkläre. Auf dieses Video verweise ich immer wieder, wenn ich ein bestimmtes Hosenmodell erkläre oder andere Schnittabwandlungen zeige. Der Grundschnitt ist dabei immer die Basis, also die Schablone, die dann verändert wird. Und bei der Konstruktion wird der eigene Körper ausgemessen. Und mit diesen Maßen wird dann eine passformgenaue Hose erstellt. Diese Passform hängt von ganz vielen verschiedenen Faktoren ab. Zum einen ist das das ganz genaue Maßnehmen und die Beweglichkeitszugaben, die man zu diesen Maßen dazu rechnet. Dann spielen auch eine Rolle die Formeln, die man bei der Aufstellung verwendet. Die habe ich zum Beispiel im Video gar nicht genauer erklärt. Und dann hängt die Passform auch vor allem von der Figur der Person ab, von den Proportionen. Und das alles muss mit beachtet werden. In den folgenden Videos, es wird jetzt immer alle 2 Tage ein neues Video kommen. Und da schauen wir uns an, wie wir den Grundschnitt an unseren Körper anpassen können, wenn dieser Grundschnitt noch nicht perfekt sitzt. Und da schauen wir uns ganz viele Verbesserungsmöglichkeiten an. Wir schauen uns an, wie eine perfekt sitzende Hose überhaupt aussieht, wie man das Probeteil dafür vorbereitet. Wir schauen uns verschiedene Figurtypen an und wie sich die Verteilung von dem Hüftumfang auf Breite und Tiefe sich auf den Schnitt auswirkt. Dann zeige ich typische Passformprobleme, wie man die erkennt anhand von Falten und von Zügen im Stoff und wie man sie löst. Auch Körperhaltung schauen wir uns an und was die auslösen, zum Beispiel X- und O-Beine, ein gekipptes Becken, ein flaches Gesäß, ein starkes Gesäß und so weiter. Wer schon mal eine Hose konstruiert hat, der weiß, dass das wirklich nicht einfach ist. Die Hose sitzt an einer Stelle, wo der Übergang ist vom Oberkörper hin zu den Beinen. Man muss sich überlegen, dass wir mit Stoff arbeiten, mit zweidimensionalem Stoff, der unseren dreidimensionalen Körper möglichst faltenfrei, ohne Quer- oder Längszüge abformen soll. Und das natürlich nicht nur, wenn wir gerade stehen, sondern auch, wenn wir uns bewegen, wenn wir laufen oder sitzen. Wenn wir den Grundschnitt erstellen, dann nehmen wir an unserem Körper ganz viele Maße und verwenden die in unserem Schnitt, rechnen die in Formeln um und konstruieren so das Schnittmuster. Und unter anderem benötigen wir dafür den Hüftumfang. Und dieser Hüftumfang wird oft nur als dieses eine Maß gesehen und es wird aber nicht die Proportion und die Figur von der Person mit einberechnet. Und das kann fatal sein, denn es gibt so viele Figurtypen. Wenn man eine Person zum Beispiel von vorne betrachtet, kann sie eher breit gebaut sein und wenn man sie dann von der Seite anschaut, ist sie ganz schmal. Und andersrum kann eine Person von vorne ganz schmal oder ganz gerade wirken und von der Seite hat sie dann einen eher ausgeprägten Po zum Beispiel. Und diese zwei Figurtypen können denselben Hüftumfang haben, aber der Schnitt, ein perfekt sitzender Schnitt, muss unterschiedlich aussehen. Also um eine Hose wirklich passend zu erstellen, muss die Breite, die Tiefe und auch die Höhe einer Person mit einbezogen werden. Und mit Höhe meine ich die Leibhöhe, also der Abstand zwischen der Taille und der Hüfte. Auch hier können Personen ganz unterschiedlich aussehen. Der eine hat einen langen Oberkörper, der andere hat im Vergleich zum Oberkörper lange Beine. Und ein weiterer Bereich, der auch beachtet werden sollte, ist, dass die Hose ja nicht nur die Hüfte und den Po bedeckt, sondern auch den Übergang von der Hüfte hin zu den Oberschenkeln und auch dieser Bereich kann individuell bei jeder Person unterschiedlich aussehen. Und das muss sich natürlich auch im Schnitt widerspiegeln. Wenn man das alles betrachtet, dann ist es kein Wunder, dass ganz viele Menschen keine passende Hose in den Geschäften finden. Die Industrie orientiert sich mit ihren Größen an einem Durchschnittskörper ihrer Zielgruppe, die jedes Unternehmen für sich definiert. Je nach Stoff und je nach Form und Sitz muss eine Hose nicht zu 100% passen, um gut auszusehen, aber je unelastischer der Stoff ist und je passformgenauer, je enger die Hose, desto schwieriger ist es, die richtige Größe für sich im Geschäft zu finden. Ich hoffe, dass ich mit dieser Videoreihe helfen kann, typische Passformfehler zu erkennen und zu lösen. Und vielleicht kann ich ja den ein oder anderen dazu ermutigen, seinen eigenen Grundschnitt zu erstellen oder es nochmal zu versuchen. Vielleicht habt ihr es ja schon mal probiert und habt das Ganze wieder hingeschmissen, was ich auch absolut verstehen kann. Ich weiß nicht, wie viele Grundschnitthosen ich in meinem Leben schon konstruiert habe, genäht habe, nochmal abgewandelt habe, nochmal genäht habe. Und es gibt auch leider keine Abkürzungen.
Aber ich kann euch versprechen, dass wenn man sich die Zeit nimmt und den Körper ganz genau analysiert, immer wieder Änderungen absteckt und überträgt auf den Schnitt, dann kommt man zum Ziel und es lohnt sich wirklich. Dann hat man eine perfekte Grundkonstruktion, die man immer wieder verwenden kann für andere Hosenmodelle. Und man lernt seinen Körper besser kennen. Man kriegt einen Blick für Proportionen. Und ich hoffe, dass ich diesen Prozess ein bisschen erleichtern kann durch diese Videos. Wenn ihr also Lust darauf habt, dann schaut euch gerne mein Video zur Erstellung der Grundschnitthose an. Oder ihr schaut euch die PDF-Anleitung an, die ich erstellt habe. Denn das Video ist ja schon etwas älter. Ich erkläre da auch sehr schnell und es sind kleine Fehler drin. Und ich habe das Ganze jetzt nochmal überarbeitet, verbessert. Und ihr könnt mit dieser PDF ganz in Ruhe, in eurem eigenen Tempo die Hose erstellen. Die einzelnen Schritte sind durchnummeriert und können Schritt für Schritt abgearbeitet werden. Die PDF enthält auch ein kleines Maßband im Maßstab 1 zu 4, mit dem ihr zur Kontrolle alles nachmessen könnt und so noch einfacher und schneller nachvollziehen könnt. Wie man bei sich selbst Maß nimmt, ist auch mit Skizzen und mit Beschreibungen nochmal dargestellt. Außerdem enthält die PDF auch eine kleine Schablone von der Grundschnitthose im Maßstab 1 zu 4, mit der ich auch in meinen Videos arbeite. Und wenn ihr wollt, könnt ihr dann daran auch mitzeichnen oder mitschreiben. Und falls ihr keine Lust habt, die Hose von Grund auf neu zu erstellen, dann könnt ihr das PDF-Schnittmuster dafür runterladen und daran die ganzen Änderungen und Anpassungen mitmachen, die ich euch zeigen werde. Das ist natürlich wieder ein Schnittmuster, das ich erstellt habe für Standardmaße, das müsst ihr wissen. Aber auch das ist eine Grundlage, mit der ihr arbeiten könnt und mit der ihr genauso gut an das Ziel kommen könnt von einer perfekten Passform. Das Schnittmuster ist auch wieder ein PDF-Download, das ihr auf eurem eigenen DIN A4-Drucker zu Hause ausdrucken könnt. Die einzelnen Seiten werden aneinander geklebt. Zur Hilfe habt ihr da einen Klebeplan und dann schneidet ihr einfach nur noch eure eigene Größe aus. Orientiert euch bei der Größenwahl am Hüftumfang, denn die Taille kann man immer noch schmaler und enger machen. Das zeige ich übrigens auch in einem der Videos. Aber die Hüfte ist ja die stärkste Stelle und eine zu enge Hose ist schwierig wieder weiterzumachen. Andersrum geht das immer. Eine zu weite Hose enger zu machen ist gar kein Problem, aber andersrum ist immer schwierig. Also ab jetzt kommt alle 2 Tage ein Video. Ich hoffe, ihr könnt ganz viel daraus mitnehmen. Wenn ihr kein Video verpassen wollt, dann abonniert gerne den Kanal. Und ich freue mich natürlich auch, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt. Und dann wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß mit den ganzen Videos.